So, damit herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Abwechslung auf meinem Kanal. Nach dem Bus-Simulator geht es heute weiter mit dem Flughafen-Simulator 2019. Wir starten ein kleines neues Spiel und ja, unsere Aufgabe ist, einen Flughafen quasi zu verwalten oder beziehungsweise uns von ganz unten nach ganz oben zu arbeiten. Wir fangen also an, quasi indem wir alles selber machen und dann wachsen wir mit den Aufgaben des Flughafenwelts, unsere Aufgaben wachsen und am Ende geht es dann vor uns in die Verwaltung. Aber jetzt erstmal rein ins Spiel. Ich weiß nämlich nicht, wie es ist. Ich habe es nur mal ganz kurz angezockt. Also, naja, gucken wir mal. Sag ja, ich bringe zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung auf meinen Kanal. Dauert natürlich jetzt mit dem Ladebildschirm ein bisschen. Ja, herzlich willkommen zum Airport Simulator 2019. Falls du das erste Mal spielst, haben wir in der Reihe Einführung für dich, die dir das Spiel erklären. Die erläutern die Grundlagen der Benutzerführung und wie du die Aufgabe liest. Möchtest du die Einführung einschalten? Ja, möchte ich. Deine Aufgabe ist es, einen Teil des Flughafens zu verwalten und hinter den Kulissen die An- und Abflüge der Flugzeuge zu organisieren. Du wirst Flüge auswählen und Fahrzeuge kaufen oder mieten, um die nötigen Schritte für jeden Flug zu unternehmen. Du kannst Arbeit einstellen oder Aufgaben delegieren, um einen Teil deiner Zeit freizuschaufeln. Du kannst durch erfolgreiche Flüge Geld und Erfahrung sammeln und dich für höhere Level und komplexe Aufgaben qualifizieren. Behalte den Zustand deiner Flotte im Auge und um erweiterte Ausfälle zu vermeiden und schule deine Angestellten, um alles am Laufen zu halten. So, was haben wir denn als erste Aufgabe? Für drei Aufgaben. Flug von Berlin. So, den nehmen wir auf jeden Fall. Flüge 3 von 2. Ah, wir können die müssen ja rausnehmen. Okay. Wir nehmen 2 Flüge auf jeden Fall rein. Ja, möchten wir. So, starten wir in einen neuen Tag. In der Mitte des oberen Bildschirmrandes zeigt dir die Navigationsleiste, in welchem Fotos du befindest. Augenquartier, Erfahren, Aufgabe, Modi, Werkstatt oder Tankstelle. Das ist glaube ich gerade in der Werkstatt, wenn ich es richtig sehe. Nee, ist aber nicht. Quatsch. Aufgabe. So. Du kannst die Modi schon im Duell 1 oder R1 Taste gedrückt hast und den links oder rechts bewegst. Du kannst auch die Geschwindigkeit der Zeit im Spiel verändern. Verwende die für die links- und rechts Taste oder passe die, die oben Taste, um zu pausieren. Probieren wir es jetzt aus. Genau, mit dem linken Stick kann man ein bisschen wechseln. Wir können da zwischen Home und die Aufgaben machen. Das haben wir ja schon gemacht. Das sind die unsere Flüge da oben. Der erste kommt aus Berlin. Alko von Lahore, wirklich Gate A3. Okay, wir müssen also mit dem Bus, glaube ich, jetzt erstes fahren, wenn ich es richtig sehe. Dann. Okay. Ich weiß jetzt nicht hin, oder was? Hä? Ich sind jetzt irgendwie nicht hin. Was? Hier? Wo? Okay, ne? Diese Tag bestätigt. Ja, ich würde ja gerne weitermachen, aber das geht nicht irgendwie. So, Fahrzeuge. Achso, ich soll die Geschwindigkeit erhöhen, ja, okay. Genau. Im Hauptquartier kannst du deine angestellten oder gekaufte mietige Fahrzeuge verwalten. Du kannst auch eine Liste kaufbarer und mietbarer. Versuch die verfügbaren Mitarbeiterliste verfügbarer Fahrzeuge. Okay. Aber ein Bus. Zustand alles schlecht, ja, gut, okay. Das sind unsere Aufgaben soweit. Fahrzeuge und die Mitarbeiterlisten. Personal, das ist wahrscheinlich das hier. Okay, will er nicht. Liste sortieren. Ja, okay. Wie? Verfügbares Personal. Das soll ich reingehen. Versuche einen Arbeiter auszuwählen. Das ist ein Mechaniker. Und der soll was machen? Hat er kann ich einstellen? Okay. Den möchte ich einstellen. Ja, gut.
Alles Mechaniker erstmal. LKW-Fahrer, Mechaniker, Busfahrer. Den kann ich mal einstellen. LKW-Fahrer. Ich stelle es einfach mal ein. So. Betrachte als nächstes seine Aufgaben. Gut, versuche zum nächsten Ereignis. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen. So. Jetzt bin ich jetzt gerade durch, 13 Uhr. Gut. So, ich kann jetzt mal gucken, was für Aufgaben wir kriegen. Bus, auf Fahrzeug auswählen. So, jetzt müssen wir zum Flugzeug fahren. Okay, schauen wir mal. Fahren wir mal zum Flugzeug. Haben wir eine gute Dreiviertelstunde Zeit. Der Flieger ist jetzt hier rechts irgendwo. Das ist ein bisschen Strahlstrecke für uns. Kunio kann zwar auch kaufen, aber das kostet halt alles Geld und Ressourcen. Dementsprechend machen wir es halt selber. Meter noch. Ach, da ist der kleine Flieger, oder was? Der kam ja auf einmal sehr überraschend da raus, den habe ich ihn überhaupt nicht gesehen. Wir sollen hier andersrum, ich muss hier, glaube ich, andersrum sitzen. So. Gut. Aufgabe ist erledigt. Das heißt, wir fahren jetzt den Gepäckwagen. Ja, dann müssen wir noch alles selber machen. Teilaufgabe abgeschlossen. Das war wieder das mit dem Bus. Also der steht auf jeden Fall schon vor Ort. Eine Abkürzung. Warum müssen wir denn da hin? Irgendwo da hinten müssen wir ran. Scheinbar. Stimmen wir überhaupt richtig? Ja. Perfekt. So. Gut. Dann fahren wir noch natürlich den Tankwagen ran. Okay, ich muss den kaufen, da ich keinen Tankwagen und keine Leute habe dafür. Dann machen wir das doch glatt. Und dann fahren wir erstmal mit dem Gepäck, mit dem Bus die Leute weg.
sage ja immer mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen in meinem Kanal, ja, auch mit den Simulatoren und alles drum und dran. Deswegen dachte ich mir, machen wir jetzt mal ein bisschen am Flughafen, also das, was ich eigentlich wirklich jobmäßig mache. Hin. Ah, hier, links, okay. Klar, zum Terminal. Ah, der fährt weiter, okay. Sehr gut, dankeschön. Kommen auch Kollegen noch entgegen. Wobei die eigentlich immer Vorfahrt haben von den Bussen. So, genau. Rastrumpf müssen wir anfahren. Gut, der Bus ist abgeschlossen und dann fahren wir noch den Gepäckwagen hin. Das Ding ist aber sehr wackelig, von dem mit den Anhängern dran. Doch sind es wahrscheinlich die 24 Minuten, wir haben noch Zeit genug gerade. Nächstes Mal und dann zwischendurch noch mal ein bisschen ranhalten. Wir brauchen für demnächst noch einen Tankwagen kaufen. So, 48, 5 Minuten haben wir rum, also wir haben noch gut 20 Minuten. Wie gesagt, müssen wir noch ein bisschen langsam ranhalten, dass wir hier pünktlich den Flieger rausschicken können wieder. Nichts kostet den Flughafen mehr Geld, wenn der Flug verspätet ist. Aber die Frage ist, kann ich jetzt hier... Ich fahre jetzt einfach mal ab. Sag ich mal, dass er verboten ist. Aber... So, die Frage ist, wo geht's ran? Das heißt hier... So, gut, Aufgabe abgeschlossen. Nein. Also, der wird jetzt dauern im Moment, klar. 149.000 haben wir noch auf jeden Fall. Wir kriegen ja wieder pünktlich. Das gleiche machen wir gleich mal im zweiten Flug auch noch. Dann nach Guangzhou. Das ist in China. Ich glaube, Lahore, das klingt irgendwie nach Spanien, Portugal, irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe mich aber natürlich ein bisschen täuschen. Jawohl, Aufgabe abgeschlossen. Dann fahren wir jetzt die Fracht. Die Koffer, wie auch immer, fahren wir zurück zur Einreise und über die also den Bus haben wir abgeschlossen, den Tankwagen haben wir geschossen, kriegen wir das Gepäck und dann hat sich das Thema auch erledigt. Die Frage ist, ob wir danach nochmal neu bringen müssen. Zeit genug ist noch rum, wir haben 6 Minuten jetzt rum, also 16 Minuten hat er noch. Man kann auch hoffentlich sehr pünktlich rangehen. Beziehungsweise pünktlich abgehen. Im ersten Jahr machen wir tageweise, würde ich sagen. Nachdem wir die langen Flüge wir haben am Tag. So, durchaus gar nicht mal so schlecht der Simulator. Habe ich mir damals sogar gekauft, um so ein bisschen mich auf meinen Job zu vorbereiten. Wie gesagt, ich bin nachher wirklich selber. Arbeite selber am Flughafen. Haha. Und dachte ich mir, holst du das Spiel mal, weil das war dann irgendwie, alles ganz cool. So, schön hier. Genau, da steht unser Bus. Ich frage jetzt, müssen wir den jetzt auch mal zurückbringen zum Flieger mit neuen Leuten oder wie auch immer. Oder haben wir den dann wirklich, eigentlich nur angenommen. Ich glaube, den haben wir nur angenommen. Ich glaube, ausschicken müssen wir den nicht immer. Aber ich glaube, das könnte sogar Echtzeit sein da unten. Nee. So. Ah, perfekt. Flug beendet. Ja, ich muss natürlich noch einen weiteren Flug arbeiten. Das ist natürlich der zweite, den wir noch machen müssen.
So, gucken wir mal, was für Aufgaben haben. Wir haben noch eine Aufgabe. Der Bus auf jeden Fall müssen wir noch machen. Den fahren wir auch noch. So, dann fahren wir zum zweiten Flug noch. Den haben wir auch noch. Nebenbei nutzen wir das Ding noch zum zum Rasen nehmen. So. Genau, einladen. Ja, genau, die Passagiere, die müssen wir jetzt nämlich raus zum anderen Flug noch schicken. Nein, ich möchte nicht kaufen, ich möchte ihn fahren. Schlepper da unten. Ah, ich hab's gewusst, dass ich hier oben lang muss. Ich hab mir ein bisschen Zeitdruck geholt. Ja, wie gesagt, wir machen halt am Anfang alles selber und danach geht's immer in die Verwaltung. Aber irgendwie finde ich das gerade so ein bisschen interessanter, das selber zu machen. Gerade für die Leute, die da nicht so drin sind in dem Teil. Ach, man muss zeigen, wie das eigentlich so abläuft alles. Das weiß man ja sonst nicht. Das merkt man ja auch gar nicht so. Als Passagier, wenn man so ausstimmt, was eigentlich für einen Aufwand da drin steckt. Was man da so alles machen muss und sowas. Wir denken ja bestimmt ein bisschen wie so ein Gepäck hin und her schubst und alles so, und dann passt schon, aber da ist ja viel mehr drin. Da ist unser kleiner Flieger. Achso, ich glaube, der kommt an, genau. Das ist der Flieger, der eigentlich quasi dann wieder nach uns zurückgeht. Zumindest so am Anfang. Der geht ja raus, bitte. Ach nein. Oder geht das? Passt das so trotzdem? Nein, passt nicht, scheiße. Ich muss den also quasi andersrum drehen. So, bloß nicht den Flieger beschädigen. Ich hab das. So, perfekt. Ist der ausgeladen? Dann fahren wir den hin. So, wenn der Bus jetzt gerade ausgeladen wird, brauchen wir jetzt nicht drauf warten. Sondern wir fahren jetzt weiter unseren Gepäckwagen. Dann kann der Flieger hoffentlich wieder pünktlich raus. So, es dauert ja wieder einen kleinen Moment. So, jetzt fahren wir erstmal das Gepäck zurück. Wenn wir das Gepäck zurückfahren, fahren wir den nämlich zurück in zur Halle. Dann fahren wir noch den Bus weg. Und dann haben wir das auch erledigt. Dann ist der Flug auf unserer Linie raus. Wir haben nur 26 Minuten, also wir haben noch Zeit ohne Ende. Aber wenn wir Glück haben, können wir den Facebook ein bisschen was früher rausgeschickt schon. Zeit 12:58, 26 Minuten. Er geht um 13:24 raus, also jetzt noch 24 Minuten. So, da vorne steht unser Bus. Ah, wir werden gleich sogar hier durch die Gegend. Flughafensicherheit? Ja, ist es. Ja, die sind auch nicht ganz unwichtig. Die fahren auch mal gerne da durch die Gegend, um zu gucken, was machen die Leute eigentlich hier. Geht alles so mit rechten Dingen zu. So, so lange.
langsam wächst ja auch. Man sieht schon bei blaue Punkte. Also sind nicht nur wir am Arbeiten. Das ist auch gut so. So, dann kann man den jetzt doch rein. Perfekt. So, schnell auf den Bus wegfahren. So lange unser. Also jetzt. Solange unser Gepäck jetzt so schön verladen wird. Genau, Gepäck ist gerade erledigt. Sehe ich gerade oben angezeigt, diese QSC 3184. Teilaufgabe abgeschlossen. Unser Gepäck ist wie gesagt verladen. Scheiße. Einmal. Schieß Verfahren oder was? Verladen im Verfahren jetzt gerade ein bisschen. Ah, das kostet Zeit. Das kostet wertvolle Zeit, wenn ich jetzt wieder zurückfahren muss. Immer. Aber die Frage ist, wo muss man. Muss ich jetzt hin mit dem Bus? Also hier kommt er ja her. Kann ich jetzt irgendwie einfach abstellen? Nee, kann ich nicht, ne? Scheiße. Scheiße, scheiße. Oder kann ich ihn jetzt einfach? Warte mal. Ah, der Bus ist abgeschlossen. Okay, wir können den Gepäckwagen einfach nur wegfahren. Perfekt, dann ist das gut. Ich meine, der Bus steht jetzt zwar ein bisschen blöd im Weg, aber ist mir jetzt nicht egal. Abgeschlossen ist er ja offiziell. Ah, ein bisschen ruckelt das Spiel noch. Warte mal. Ich meine, wenn wir das Ding jetzt weggefahren, dann müssten wir eigentlich ja fertig sein, oder nicht? Weil es ist ja eigentlich nur eine Aufgabe für den Flughafen. Ah, Pushback ist auch schon unterwegs, sehr gut. Wobei, ist gar kein Pushback. Boah, der ruckelt das extrem gerade. Boah, da tut das gerade weh. War gar kein Pushback, war ein Highloader. Der hier auch. Oder das sind für die Frachtmaschinen, damit wir die Container oben einladen können. So, fahren zurück jetzt ins. Dann müssten wir ja eigentlich soweit durch sein. Oder nicht? Wir haben jetzt 13.04, 13.21, irgendwie sowas muss er raus. So, Flug beendet, sehr schön. Danke, Fahrzeug der Garage und Wagenfall. Leistung zu reduzieren. Perfekt. So, dann sind wir ja eigentlich durch. Oder nicht? Setzt sich das Fahrzeug direkt noch nie in der Garage. Müsste es eigentlich ja funktionieren. Warte mal. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo die Garage war. Für das Auto hier. Oder für das Fahrzeug. Tanken brauchen wir nicht. Das ist auch gut so. Warte mal. Genau, wir müssen da oben irgendwo hin, weil da oben ist irgendwie dieses Home-Ding. Da setze ich den live für die Garage. Und dann haben wir den ersten Tag durch. Ja,
wir gleich den Bus noch da oben ab. Dann müssen wir ja auch noch damit fahren, oder nicht? So, verfügbare Fahrzeuge. Wo ist denn der Bus hier? Den brauchen wir. Also hier könnte man mieten, okay. Gangway. Frachtlader, Gepäckwagen. Gepäcklader. Dann nehmen wir den noch mal mit, wenn das geht. Können wir den mieten? Toll wäre der, wenn wir den kaufen. Oder welche Kosten? Den nehmen wir mit. Ja, 68.000, den nehmen wir mit auf jeden Fall. Den bekommen wir ja abgearbeitet. Und Fahrzeugschlepper, das können wir dann ja auch mal machen. Catering ist vielleicht. Gott, mal Gangway. Die miete ich erstmal nur. Die Flughafensicherheit können wir auch mal mieten. Bus, Bus, Bus. Perfekt. Catering, habe ich gesagt, Catering. Warte, was haben wir jetzt für Fahrzeuge? Verfügbare Fahrzeuge haben wir ja jetzt. Gepäckwagen, Bus, Kraftstoff. Okay. Fahrzeugschlepper. Der Bus ist noch draußen, das weiß ich. Den holen wir nämlich auch gleich rein. Die Sicherheit auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall tanken. Gangway, Sicherheit, die müssen wir alle noch tanken. Fahrzeugschlepper. So, was brauchen wir noch? Gepäcklader. Nehmen wir mal mit. Den mieten wir uns auch noch ein, damit wir mal ein bisschen verfügbare Aufgaben haben. Frachtlader können wir mieten. Und dann haben wir, glaube ich, auch alles, was wir so ein Fahrzeug brauchen. Können wir einen zweiten Bus mieten. So. So, dann gehen wir jetzt mal kurz rüber. Fahren wir den Bus doch schnell weg. Noch, hier stehen unsere Fahrzeuge. Oh Gott. Ah ne, das sind nicht, nicht wir, das ist ein Kollege. Dann fahren wir den jetzt nämlich nur in den Bus dazu heim. Wir standen den Leuten ein bisschen im Weg. Kann ich einfach jetzt rüber? Ne, wir fahren den Bus auf tanken, komm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einfach rüber. Ne, ist falsch, in die falsche Richtung. Wir fahren ihn auch schnell tanken. Muss ja auch mal erledigt werden. Wir sind eigentlich auch die anderen Fahrzeuge noch tanken. Das machen wir dann aber alles in Ruhe in der nächsten Folge. Tanken und dann fahren wir heim. Kommen wir den Wagen zurück. Ah, hier steht der höchste Bus. Guck mal, so stehen unsere gekauften Fahrzeuge hier. Noch ein Bus zur Sicherheit, die Sicherheit, Gepäcklader, die Brücke, Pushback, alles sind hier noch rum. So, warte mal. Steht denn die Tankstelle da oben? Ist sie irgendwo, ne? Genau, da oben ist sie. Da kann man nämlich den Bus noch schnell voll machen. Ist mich überhaupt richtig? Ja. So viel kaputt machen. Ach so, die großen Fahrzeuge stehen hier. Okay. Tankstelle ausbreiten. Sehr schön. Personalaufstockung. Mechaniker. Tankt auf. Sehr schön. Da, jetzt machen wir den Tank von dem Bus noch schnell. Zurück oder machen wir Feierabend?
Gut, Fahrzeug ist getankt. So, von Aufgabe befreien, das ist gut. Personalplatz. Personalplatz freischalten. Ja, ich möchte gerne. Und wir können auch mal schneller tanken. So. Tankstelle Mitarbeiter, okay. Gut. Ah, wir haben noch keinen. Okay. Mechaniker. Gut. So, dann kann der Bus jetzt zurück zur Dings. Ist er jetzt getankt? Ich muss eigentlich gerne den Fahrzeug auch noch tanken. Aber das mache ich nicht jetzt. Kann ich den jetzt einfach so noch reinsetzen oder so? Ne, hier geht's auf. Okay. Türchen geht auf, das magische Türchen. Und dann kann man den Bus hier ohne Problem hinstellen. So, Bus steht und wir machen Feierabend.